Hallo und herzlich willkommen bei Zukunft Erde. Deutschland als Vorreiter der Energiewende. Der Staat muss vorangehen und Regeln vorgeben. Aber auch der verantwortliche Bürger muss mitziehen. Jetzt sind wir Bürger gefragt. Wie die Proteste der 68er ein konstruktives Aufbegehren gegen den damaligen verkrusteten Staat waren, gilt es heute, die Strukturen der Wirtschaft, der Banken und auch in den Köpfen der Konsumenten zu verändern. In dem Gespräch mit Dr. Anselm Görres, Ehrenvorsitzender des Forums für ökologisch-soziale Marktwirtschaft, wird klar, die Energiewende ist nicht mehr zu stoppen. Jetzt sind wir Bürger dran. Und Entschuldigung, wenn ich interveniere, ja, nicht nur die Bürger. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Deutschland. Bei diesem sehr schönen, idealistischen Erlebnis und ist ein neuer Aufbruch der Staatengemeinschaft. Aber jetzt schauen wir mal für unsere eigene Haustür. Schauen wir mal, Deutschland war ja mal ein Vorreiter, ne? Bei uns Grün und Öko. Das ist ja ein ziemlich deutsches Made in Germany, kann man fast sagen, ein Label. Da sind andere Länder weitaus schneller. Ich denke selbst das Kalifornien von Mr. Terminator, oder wie hieß er? Schwarzenegger. Governor Schwarzenegger ist da sehr viel weiter als Germany heute. Selbst die Chinesen bauen Windparks ohne Ende. Die haben natürlich 1,3 Milliarden Menschen und nicht 80 Millionen. Das ist natürlich eine andere Aufgabe auch noch. Natürlich rauchen in China auch noch die dreckigen Steinkohlebergwerke. Aber in Deutschland rauchen die mehr noch dreckigeren Braunkohle. Abbaugebiete und die Kraftwerke dazu. Also da ist kein großer dramatischer Aufbruch für mich jetzt zu sehen vor unserer Haustür. Also die Tatsache, dass Kalifornien eines der fortschrittlichsten Länder, Einzelländer und amerikanischen Einzelstaaten ist, ändert ja nichts daran, dass die Amerikaner immer noch doppelt so viel emittieren, der Durchschnittsamerikaner doppelt so viel wie der Durchschnittsdeutsche. Also wir sind weiter als Amerika. Und die Emissionen in China sind ganz schrecklich. Die sind nur noch nicht ganz so weit, dass sie pro Kopf sind, sie gerade dabei, uns zu überholen. Die liegen bei 8, wir sind bei 9 oder 8 Tonnen pro Kopf und die sind bei 7. Aber die werden uns überholen, weil sie ja noch neue Kohlekraftwerke bauen. Aber wir sind wirklich das Land, das die Energiewende eingeleitet hat. Und man darf sich jetzt auch nicht täuschen lassen. Da wird gejammert, da wird gebettelt, da wird gefeilscht, da wird getrickst. Alles probieren die Träger der alten, Energieversorgungsunternehmen, die haben sich jetzt aufgesplittet, Gott sei Dank. Aber die Zeit ist doch an denen vorbeigelaufen. Das sind doch Rückzugsgefechte. Mhm. Niemand will mehr neue Kohlekraftwerke bauen, Steinkohlekraftwerke. Ja, und investieren darin. Die Braunkohle ist angezählt. Die Frau Hendricks wird wahrscheinlich dafür sorgen, und ich hoffe, das ganze Kabinett wird dafür sorgen, dass wir einen Mindestpreis für Emissionsrechte bekommen. Dann wird die Braunkohle einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Also, ob das dieses Jahr passiert oder nächstes, das kann ich nicht sagen, aber es wird passieren. Wir werden irgendwann sehr bald aufhören. Wir werden alle noch erleben, dass die Braunkohle in Deutschland nicht mehr verbrannt wird. Also das Zeitfenster sehen Sie noch für eine tatsächliche Wende der Tat, sprich Braunkohle abschalten. Zeitfenster 10 Jahre? Ja, so, ich will mir jetzt nicht festlegen, aber ich werde nicht überrascht, wenn das in 10 Jahren die Braunkohle schon nicht mehr da ist. Ja, dann wäre das mit den Autos, um da wieder zurückzukommen, 2030 gar nicht so unrealistisch, 2030. Ja. Die müssen nur schrittweise anfangen. Zum Beispiel, warum schreibt man nicht vor, dass sehr bald in den Großstädten keine neuen Taxis mehr zugelassen werden, die nur fossil fahren? Die Taxis haben keine Konkurrenz gegen irgendwelche Taxis aus London. Ja, der deutsche Hamburger Taxi konkurriert nur mit dem Hamburger Taxi, ja, vielleicht noch einmal aus Pinneberg. Also das heißt, du kannst es vorstellen, du kannst es in Deutschland machen und sagen, und die meisten Taxis fahren am meisten in Innenstädten. Also würden wir dort nicht nur insgesamt, das CO2 ist überall gleich schädlich, aber natürlich die Stickoxide, die Gase, der Gestank, das alles in der hochverdichteten Bevölkerung natürlich viel schädlicher als auf dem flachen Land. Also lass uns bei den Taxis vorschreiben, dass die erstmal vielleicht mit Hybridantrieb, also Emissionen halbieren und dann dürfen die überhaupt nichts mehr emittieren. Vorschreiben, Stichwort. Ja, Gesetze. Also, top down. Also ja. Der Gesetzgeber, der Staat, das ist Ihr Konzept, gibt dem Volk, also dem einzelnen Konsumenten, Bürger, Regeln vor. Unter anderem Taxis, ja. Autos, keine Verbrennungsmotor mehr. Das ist natürlich auch eine Regel für die Industrie, für die Hersteller, aber auch für den Konsumenten, der das kaufen soll. Ne? Der muss ja was Neues kaufen dann, Elektro oder Wasserstoff. Das ist also für Sie dann doch
ein dirigistischer Prozess, ich sage jetzt nicht das Wort Öko-Diktatur, ein Top-Down-Prozess, oder wäre es nicht so eine Art Graswurzel, also von unten nach oben, der einsichtige Bürger, der von sich aus, auch im Kleinen, etwas ändert, was in der Summe dann ein positives Ergebnis ich will das, das eine gegen das andere gar nicht ausspielen, weil wir kriegen ja die Mehrheiten für Top-Down nur, wenn die Bürger gesagt haben, wir wollen das auch. Wir sind in der Demokratie. Also das heißt, die Rolle der Bürger ist auf jeden Fall, den politischen Wandel zu fördern. Aber das ist natürlich das wirksamste Instrument. Und das wissen wir aus der sozialen Frage. Die soziale Frage, da denkt man vielleicht an rote Fahnen, an demonstrierende Gewerkschaften, an irgendwelche berittene Polizei, die dann zusammenschießt. Ja. Aber was heißt denn Sozialstaat? Wir sind ein Sozialstaat. Nach 200 Jahren Kampf, nach der Entstehung des Kapitalismus, Adam Smith 1750, also 250 Jahre nach Adam Smith und insbesondere seit 1945 haben wir den Sozialstaat. Man kann sagen, mehr oder weniger in ganz Europa. Also es ist kein ungemilderter Brutalkapitalismus mehr. Der Kapitalismus ist stark, aber er hat Grenzen. Und wenn Sie jetzt fragen, was ist Sozialstaat, der besteht nicht darin, dass jeden Tag jemand demonstrieren muss. Das sind andere Gesetze, die Regeln. Sie haben das Stichwort gesagt. Der ganze Optimismus seit Kant und der Aufklärung besteht eigentlich, für mich zumindest, darin nicht, dass ich glaube, dass die Menschen seit Sokrates und seit Jesus immer edler und besser werden, sondern ich glaube, sie bauen sich bessere Regeln. Die Menschen heute sind mindestens genauso egoistisch wie die Athener zur Zeit von Sokrates. Aber wir haben bessere Regeln. Wenn Sklaverei nicht verboten und geächtet wäre, dann gäbe es vielleicht in Deutschland Sklavenhalter. Die sagen, darf ich doch, ist erlaubt. Die, ein bisschen vereinfacht gesagt, besteht der Fortschritt der Menschen darin, dass man nach und nach kannibalistisches Verhalten jeglicher Art illegal macht. Erst darfst du keine anderen Menschen essen, dann darfst du auch sie nicht ausbeuten, dann musst du jemand ordentlich bezahlen, dann muss jemand eine Versicherung haben. Der ganze Sozialstaat, den finden Sie in sämtlichen Teilen unserer Gesetzgebung. Den finden Sie nicht nur im Sozialgesetzbuch, den finden Sie auch im BGB. Den finden Sie in irgendwelchen Hochschulgesetzen, wo steht, dass jeder studieren darf. Also der Sozialstaat zerlegt sich in Tausende von kleinen Einzelgesetzen. Und das Schöne ist, der ist von 90% der Deutschen akzeptiert. Heute. Hm? Aber das hat lange gedauert, bis wir diese 90% hatten. Ja. Ja gut, dann wie immer, wenn etwas akzeptiert ist und dann irgendwie erfolgreich ist, dann setzt ja dieser Gewöhnungseffekt ein. Und dann hat man vergessen, wie kostbar es war. Und genau, dann man lässt man es wieder zurück schleifen. Ja, genau, man setzt selbstverständlich voraus und findet dann neue Unzufriedenheiten auf dieser Basis eigentlich einer Zufriedenheit, die aber selbstverständlich geworden ist. Ja. Und so kann ich mir auch diese Thematik AfD oder Pegida erklären. Weil wir sind in einer Demokratie, die Leute dürfen demonstrieren, keiner schießt sie zusammen und sperrt sie weg. Siehe Türkei gerade aktuell, wenn andere Meinungen geäußert werden, wird das schnell abgeräumt. Wir haben das ja hier auch mal vor relativ kurzer Zeit auch gehabt in Deutschland. Also wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Versammlungsfreiheit, das ist alles selbstverständlich positiv. Und es wird genutzt, aber wir schätzen es negativ genutzt, es ist keine konstruktive. Wir schätzen es gar nicht. Genau. Ja, wir schätzen. Und ich habe jetzt mal neulich einen Vergleich gemacht, nachdem ich diesen Artikel geschrieben hatte. Da habe ich noch ein Vorwort geschrieben zu einer späteren Auflage. Und da ist mir aufgefallen, das Thema Hader. Also ich bin so gerade noch so ein 68er, ich bin Jahrgang 52. Vielleicht sind die richtigen 68er schon 45 geboren. Aber wurscht, ich kam 72 nach Heidelberg als Student. Spätgeborene 68. Und da habe ich mich von diesem Geist erfasst gefühlt und also ich danke Gott, dass ich das erlebt habe. Es war ein wunderbares Erlebnis, diese Aufwallung, der Zorn. Und wir haben mit unserem Land gehadert und wir haben mit der deutschen Geschichte gehadert. Aber der Hader war ja auch berechtigt, weil es war ja noch nicht so lange her, dass die Auschwitz-Prozesse waren. Die Deutschen haben ja im Grunde erstmal den Wiederaufbau gemacht, Wirtschaftswunder, da haben die nicht geguckt, was ist da alles passiert im Dritten Reich. Die wussten, da war nichts Schönes. Aber richtig hingeschaut hat man eigentlich erst so ab den 60er Jahren. Da ging es ja auch los. Es war ja einer der Gründe, warum die 68er so wütend waren, weil sie gesagt haben, wenn ich es mal drastisch sage, was habt ihr uns für eine Scheißgeschichte hinterlassen? Zu den Eltern. Mhm. Aber was ich sage für meine Generation,
Der Hader, der wurde ja eigentlich konstruktiv umgesetzt. Manche haben sich damals umgebracht. Es gab viel Selbstmorde, auch in meiner Klasse. Von 20 Abiturienten 3. Es gab Leute, die andere getötet haben, Terroristen. Es gab Leute, die in irgendwelche Bürgerkriege in Afrika oder gezogen sind als Freiwillige. Aber der größte Teil war doch getrieben von der Empörung über diese fürchterliche Vergangenheit und aber dem Willen, ein besseres Deutschland zu bauen. Das heißt, wir sind mit dem Hader konstruktiv umgegangen. Und dann ist ein Joschka Fischer, der war dann am Ende Außenminister, der weiß man auch nicht so genau, was der früher alles geworfen hat. Ja, nicht nur Worte. Die Pegidas, die hadern auch. Die sind jetzt unzufrieden. Die hadern mit Europa, ohne zu sehen, was da Unglaubliches geleistet wurde seit 1945. Dass es ein Geschenk ist, dass wir Europa haben. Die hadern mit Deutschland, dass wir zu viel Fremde aufnehmen, denen gefällt eigentlich, die haben an allem nur zu merken und sie haben gar keine konkreten Vorschläge, was man besser machen soll. Das ist ein negativer Hader, der ist komplett unproduktiv. Unser Hader, den haben wir, denke ich, als Generation eigentlich, also ein Teil dessen, was da entstanden war, ein Hader, hat ja auch zur Entstehung der grünen und ökologischen Bewegung geführt. Ja. Der Wunsch, jetzt mal was Gutes zu machen für die Welt und nicht Schuld die Augen zuzumachen, wie Sie vorhin sagten. Der Wunsch, verantwortlich zu reagieren, und es ist für mich gar kein Wunder und auch im Zusammenhang mit der 68er-Zeit, dass wir wahrscheinlich die meisten grünen NGOs haben in der ganzen Welt. Also ja, Nichtregierungsorganisationen, wo die Leute. Manchmal kommen die Leute zu mir und sagen: Warum sind Sie so optimistisch? Da sage ich: Jetzt schaut doch mal um. Sagt mir irgendein Land, wo es leichter ist als bei uns, sich für eine grüne Zukunft des Planeten zu engagieren. Ist es leichter für einen Studenten in Amerika, in einem Land, wo die Leute vielleicht sogar den Trump wählen? Ist es leichter, wenn du bei Putin bist, da wirst du eingesperrt als Agent einer feindlichen Macht? Ist es leichter, wenn du junger Chinese in Hongkong bist oder leichter, wenn du in Afrika bist, in irgendeinem Farmland? Wir haben die besten Bedingungen und wir nutzen sie ja auch. Die Leute sehen gerade, ich halte viele Vorträge vor Studenten, da sage ich dir mal, wisst ihr eigentlich, dass wir vor 40 Jahren hatten wir noch in Westeuropa 3 Diktaturen. Die griechischen Obristen, den Salazar in Portugal und den Franco in Madrid. Der hat die Leute noch mit der Garrotte umgebracht. Also da könnt ihr doch nicht sagen, wir haben keinen Fortschritt. Und deswegen glaube ich auch, dass wir mit der Basis dieser fantastischen Pariser Vereinbarung da jetzt können wir losmarschieren. 68er, da fällt mir jetzt ganz spontan was ein. Wir haben ja bald die 2018er. 50 Jahre später könnten wir doch die 18er stattfinden lassen, wo wir uns wieder empören. Ja, wo wir auf die Straße das ist ein gutes Jubiläum, Form des Jubiläums zu feiern. Ja. Mal wieder ein Ruck, ne? Der berühmte Gefällt Ruck, mir. Den hat schon irgendeiner mal, wer war das mit dem Ruck? Irgendein Präsident, glaube ich, ne? Ein Deutscher. War der Verfassungsrichter, Scholz. Ja, okay. Ja. Es hat Roman. Der Herzog. Roman Herzog war es. Entschuldigung. Scholz war auch, aber das war der Roman Herzog. Okay. Ja, sorry. Also, und bei dem Ruck 2018 könnten ja die Jungen, wir waren damals so 18 rum, ne? Ich bin ja ein bisschen später geboren als Sie. Früher geboren, Entschuldigung. Früher bin ich geboren. Ja. Welcher Jahrgang sind Sie? 48. Ja, okay, so. Also gut. Passt dabei. Gut dabei. Zu 68. Sind Sie schon spät geboren? Genau, aber, dann waren Sie genau 20, 68. Gut, genau. Also die können da bei diesem 2018-Ruck, ne, die 18er quasi mit den Alten, man kann ja mal generationsübergreifend einen Ruck probieren. Ne? Damals waren wir die Jungen. Da das ist eine tolle Idee. Ja. Und jetzt könnten ja beide, die Alten und die Jungen, die Alten mit ihrer Einsicht, auch mit ihrer Möglichkeit, weil sie ja vielleicht sogar finanziell in der Lage sind, etwas zu bewirken oder aufgrund ihres Jobs, ihrer Position, weil sie in der Wirtschaft stehen, weil sie noch in einer entscheidenden Position sind, weil die wollen wir ja nicht vergessen. Es geht ja nicht nur um die Gutmeinenden, die auf der Straße rumsausen, junge Studenten und so weiter. Es geht auch um die Entscheider. Die müssen sie auch kapieren, dass etwas getan werden muss. Und das ist doch, glaube ich, Sie als Consultant, da haben Sie doch die besten Einsichten und Kontakte. Ja, Herr Lenz, da merke ich aber auch in dem Bereich, ich spreche im Lauf eines Jahres, spreche ich wahrscheinlich mit Tausenden von Managern und Mittelständlern hauptsächlich, aber auch mit Leuten aus Konzernen, aus großen Banken. Und viele davon sind unsere Kunden. Und ich sage Ihnen, es hat sich verändert. Da merke ich es.
Ich mache das jetzt ja schon seit ungefähr 30 Jahren, dieses Umweltthema. 1994 habe ich dann das Memorandum für die ökologische Steuerreform geschrieben. Davor ging es schon ein bisschen früher los bei mir, noch als McKinsey-Berater. Und am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl wie ein Geisterfahrer. Du fährst allein auf der Autobahn und alle anderen fahren in die andere Richtung. Und natürlich speziell in Wirtschaftskreisen. Es gab ja schon die Grünen und die Bewegungen da. Da haben die Leute schon Müsli gegessen und Müll getrennt und so. Aber das hatte überhaupt keinen Bezug zur Wirtschaft. Die Wirtschaft war, das Ziel war, möglichst viele Autos zu exportieren. Das war das Höchste. Und die haben auch sich gefreut, wenn sie einen Dienstwagen, ich habe mich auch gefreut, als ich den ersten Dienstwagen hatte. Das ist natürlich schön. Aber später habe ich ein Memorandum geschrieben, warum das eigentlich eine amoralische Versuchung ist. Weil wenn es dich nichts kostet, mit dem Auto nach Sizilien zu fahren, dann kannst du doch mit deiner Familie den Sommerurlaub in Sizilien verbringen und die Firma zahlt das. Also das sind falsche Anreize. Ja. Aber das Wissen in der Wirtschaft, also die Bereitschaft, mit Leuten zu reden über diese Umweltthemen, die ist ganz anders. Es hat enorm zugenommen. Mir sagen natürlich viele nicht, die nicht einverstanden sind mit dem, was ich sage. Ja, verliere ich da auch meinen Auftrag, das kann schon sein. Aber man redet ja, die meisten Leute sind ja ehrlich und offen und lassen einen spüren. Und man spürt einfach die Bereitschaft, diese Themen anzuhören, drüber nachzudenken, zu sagen, das ist vielleicht nötig, dass wir da schneller sind, die hat sowas von zugenommen. Deswegen sage ich, in Deutschland sind wir über den Berg. Die Energiewende ist im Laufen, die ist nicht mehr zu stoppen. Wir können sie noch ein bisschen beschleunigen, dafür bin ich natürlich. Aber niemand wird den Atomausstieg rückwärts gängig machen, niemand wird jetzt wieder massiv in Kohlekraftwerke oder gar Braunkohlekraftwerke investieren. Passiert nicht. Müssen wir keine Angst haben. Wir können eigentlich das Momentum nutzen, weil eigentlich sind die anderen schon auf der Flucht. Das sind doch nur noch Rückzugsgefährte. Die anderen? Ja, die jetzt? Vertreter der Alten, da gehen auch ein Druckbrenn. Jetzt kommt der schon mit so einem grün angestrichenen Mautvorschlag daher, ja. Da werden sie wieder nicht den Mut haben zu sagen, weil in dem alten Gesetz steht, niemand, kein Deutscher darf mehr bezahlen. Ja, das ist natürlich falsch, wenn ich eine grüne Maut will. Also so eine Maut, Pauschalmaut ist sowieso falsch. Aber die wäre ja schon ein bisschen grüner, wenn das für die energieintensiven Autos teurer wäre, die Vignette. Ja, wenn der die Vignette für ein dickes Auto, fettes Auto kostet eben dann 300 Euro im Jahr und die für einen kleinen Elektrosmart, die ist vielleicht sogar kostenlos. Also da wäre ein Hebel drin. Ja? Und dass Herr Dobrindt mit so einer Variante aus Brüssel zurückkommt, egal wie glaubwürdig das dann wird, und das muss man, im Detail ist das ja nicht bekannt, aber das sind auch Überraschungen. Ja? Das wäre vielleicht vor einem Jahr nicht der Fall gewesen.